Willkommen zu diesem neuen Probefahrtvideo. Diesmal geht es um den VW ID.7. Und bevor ich auf die technischen Daten so ein bisschen eingehe, schon mal vorab. Das ist für mich aktuell das beste Elektroauto im VW-Konzern, von denen, die ich gefahren bin. Und ich bin ja schon einige gefahren. Man sieht hier, dass VW eigentlich kontinuierlich im Sinne des Nutzers Dinge verbessert. Da gibt es auch andere Hersteller, die dann nicht so gut sind. Also die Sensortasten werden besser, die Displays werden besser, die Assistenzsysteme werden immer besser, die Verarbeitung wird besser, die Qualität, Haptik. Also wirklich an jedem dieser Punkte hat sich VW mit dem ID.7 sehr zum Positiven entwickelt. Echt, muss ich sagen, Hut ab. Ich bin so ein bisschen angetan von dem Auto. Hat ja den neuen Motor mit 286 PS, 550 Newtonmeter, das Auto fährt 180, 6,5 Sekunden. Racebox-Messung kommt dann im Laufe des Videos noch. Das Auto ist fast 5 Meter lang und über 2 Zehen breit, also aufpassen auf den Autobahnbaustellen. Da muss man dann häufig die rechte Spur nutzen. Wendekreis 10,9 Meter, das ist ordentlich, weil das Auto hat ja keine Hinterachslenkung. Und jetzt hier schon mal so ein bisschen Verarbeitungsqualität. Also das Auto hat ausreichend Platz. Die Türen sind ordentlich gepolstert. Auch die Türtaschen vorne und hinten. Die Sitze finde ich sehr gut. Also hier können sie zwar tendenziell ein bisschen straffer sein, aber ich kann Fahrer- und Beifahrersitz in allen möglichen Dingen einstellen. Also da muss man sagen, wirklich klasse. Endlich auch mal ein Auto ohne diesen komischen Klavierlack in der Mitte. Große Schieber für ordentliche Fächer, auch mit Ladefunktion fürs Handy, USB-Sticks. Und man sieht hier so ein bisschen die Übersicht. Also das Auto macht auch optisch einen sehr wertigen Eindruck. Die Materialien fühlen sich in dem Sichtbereich, wo man hinlangt, immer sehr gut an. Also wirklich Top-Qualität, hat auch nichts geklappert an dem Auto. Übersicht kriegt man hier so ein bisschen mit, ist nicht ganz so schlecht, aber natürlich hinten die C-Säule relativ dick. Also ihr seht, ich fummel da die ganze Zeit rum, aber ich konnte wirklich nicht wirklich was Schlechtes feststellen und ich muss es nochmal betonen, kein Klappern, kein Knistern. Diese Tasten hier, ich würde mir trotzdem 4 Fensterheber wünschen, aber auch da muss man sagen, VW arbeitet, die Sensortasten kommen mehr Informationen dazu, aber auch sie sind einfacher zu bedienen, jetzt nahezu blind im Gegensatz zu Autos, die auf Hebel verzichten, hat auch der Volkswagen Hebel. Die Slider, ging ja schon durch die Medien, sind endlich beleuchtet. Damit kann man sie auch in Dunkelheit finden. Auf das Display gehe ich aber später nochmal ein. Man sieht aber auch hier schon in der Mitte ein kleines Display und Head-Up hat es auch. Gehe ich später auch nochmal drauf ein. Hier nochmal die Hebel. Ich finde Lenkstockhebel einfach klasse, weil sie von der Bedienung her einfach sehr zuverlässig sind. Auch wenn VW hier die Wischerfunktion auf die linke Seite verbannt hat. Manch ein Hersteller macht das natürlich. Die Übersicht ist auch nach vorne ordentlich. Also man sieht, die Rückspiegel sind ordentlich groß. Man hat hier auch links eine vernünftige Warnung, Informationen für den Totwinkelassistenten. Also wirklich, man kann das Auto relativ intuitiv nach kurzer Zeit auch ohne Bedienungsanleitung bedienen. Die Symbole sind verständlich und nachvollziehbar. Hier ein kleiner Einblick schon mal auf das Head-Up-Display, was knackscharf ist und ein bisschen interessante Informationen bietet. Ein paar Bilder kommen da noch. Gucken wir nach hinten. Auch da Lob. Gepolsterte Türtaschen, auch hier die Materialien ordentlich. Zum Soundsystem sage ich da noch später was. Diese blauen Streifen, das ist das ambiente Licht, also das ist tatsächlich beleuchtet. Platzangebot ist üppig. Ich komme mit meinen Füßen unter den Vordersitz, der auf mich eingestellt ist. Ich habe Pompadour-Taschen und ich habe oben dann auch noch kleine Taschen, wo man Handy, Kaugummis, was auch immer
reintun kann. Man sieht auch, das Auto hat ein Glasdach, es hat eine Gurthöhenverstellung vorne, es hat Haken, es hat Lichter und ich mag auch hinten einen Dachgriff, weil der ein oder andere sich bei der Fahrt doch gerne mal fixieren möchte. Ordentliche Ausströmer, das Auto hat hinten auch eine Sitzheizung, man kann die Temperatur auch einstellen und auch hier der Blick rundum. Ja, wie gesagt, nach hinten immer ein bisschen lukenartig. In der Mitte eine Durchreiche und zwei kleine Cupholder. Hier ist das Material so ein bisschen wie Kunstleder. Es geht mit Sicherheit einfacher, wenn man beide Hände nimmt. Aber Durchreichen sind praktisch und die Rücksitzbank ist natürlich umlegbar. Dachfreiheit ordentlich. Die Sitzfläche könnte ein bisschen höher sein. Man sitzt aber aufgrund des großen Sitzabstandes sehr bequem. Kofferraum hat ein bisschen über 530 Liter, hat Gepäckhaken, hat ordentliche Lichter rechts und links, geht hoch genug auf für mich und hat drunter noch ein kleines Fach und rechts und links zwei Taschen, dem man auch noch was einfüllen kann. Natürlich elektrisch über Funk oder über Taster zu steuern. Frank hat das Auto nicht, nach meinen Informationen, habe ich aber auch nicht drunter geguckt. Aber ich glaube, VW hat keine Franks in ihren Autos. Also diese große Heckklappe ist durchaus praktisch zum Beladen, geht auch für mich ordentlich tief runter. Das Auto steht auf 19 Zoll Allwetterreifen. Bevor es zum Fahreindruck geht, hier kurz zum Audiosystem und dann zum Display. Es ist hier ein 15 Zoll Display, fantastisch abzulesen. Sehr schnell auch in der Bedienung und hier sehen wir den Equalizer von den Audioeinstellungen des Harman Kardon Soundsystems. Wenn ich so ein bisschen Kritik an dem Auto äußern sollte, dann war es der Sound von diesem System. Also man hat hier so bestimmte Standardkurven, die man auswählen kann, man kann es aber auch individuell einstellen. Ich fand das System vom Klang her, ich sage es jetzt mal durchschnittlich, die Höhen waren mir etwas zu aggressiv und der Subwoofer, den hatte ich in meinen Versuchen, allerdings Quelle war Radio, DAB, war nicht wirklich, ich sage mal, groß spürbar. Nichtsdestotrotz ermöglichen einen dieser 5 Equalizer-Einstellungen der Frequenzen individuelle Anpassung. Die ganzen Töne kann man auch individuell anpassen und ich denke mal, Aufpreis würde ich dafür jetzt nicht zahlen, aber ansonsten ist es ordentlich, weil viele, viele Lautsprecher und natürlich stehen dann diese Badges auf diesen ganzen Blenden drauf. Aber lange Rede, kurzer Sinn, man kann es individualisieren, aber ich finde den Klang nicht überzeugend. Schmuck am Nachthemd oder wichtig, hört es euch an, wenn euch Klangqualität im Auto wichtig ist. Kommen wir zurück zum Bildschirm. Hier mal am Beispiel der Fahrmodi. Ich bin meistens im Komfortmodus gefahren. Die Kacheln der Einstellungen sind in der Regel relativ groß und was mir sehr gut gefällt ist, diese Leiste für die Sitzeinstellungen und Temperatur, also Klima, die bleibt bei den ganzen anderen Bildschirmen immer konstant. Natürlich würde mir eine richtige Schalterlösung immer noch besser gefallen, aber sie sind auch groß genug, um hier während der Fahrt ausreichend zügig drücken zu können. Man muss trotzdem immer hingucken. Drunter sieht man die Slider für Temperatur und für Lautstärke. Die sind beleuchtet, wird ja immer gerne darauf hingewiesen. Das war in früheren Zeiten nicht so. Aber jetzt gibt es da keine größeren Klagen. Also wie gesagt, ich finde das hier ein relativ gutes Konzept. Man sieht jetzt auch, dass ich in der Fahrt, es ist jetzt nicht sehr schnell, relativ schnell bedienen kann und auch zuverlässig treffe. Das Auto hat ja relativ viele Assistenzsysteme. Kam mir so ein bisschen wie volle Hütte vor. Man kann sie auch noch individuell einstellen. Ich habe so ziemlich alles einfach eingestellt und kam damit auch sehr gut zurecht. Ja, hier kleiner Hinweis mit DAB. Da gab es ja dann eine Falschfahrermeldung. Auch das sind Systeme, die finde ich bei der Fahrt sehr hilfreich. Haben natürlich die meisten anderen Autos auch. Aber schön, dass man sowas auch mal
sieht. Also wie gesagt, das Auto kann man sehr individuell einstellen. Die Assistenzsysteme funktionieren prächtig. Das Display ist gut, große Darstellung, logisch. Hier auch wieder so ein Beispiel Auto-Hold. Der Vorfahrer hatte es deaktiviert. Ich bin ein Freund von Auto-Hold. Sehr schnell einzustellen, große Kachel, einfach zu erkennen, sofort drauf tippen. Also so soll es sein. Okay, kurz zur Lüftung. Auch bei der Lüftung, hat gerade gesehen, gibt es drei Modi. Sanft, neutral, intensiv. Und ich finde sowas sehr angenehm, weil man im Auto dann abhängig von dem Geräusch, von der Temperatur, hier so eine gewisse, Lüftungsstärke einstellen kann, aber man trotzdem die Grundeinstellungen Temperatur und sowas beibehält. Zur Temperatureinstellung einmal gewählt, ich musste da nichts mehr ändern, finde ich auch sehr gut, dass hier der Volkswagen das im Prinzip unauffällig macht und zwar genau so, wie ich es gerne hätte. Also man sieht, vielfältig kann man die Teile einstellen. Die Lüfter muss man hier praktisch elektronisch einstellen. Manuell ist das nicht ganz so gut gelöst. Aber auch da, ich habe es mir hier im Display angeguckt und einfach die Einstellung auf Auto gelassen. Und ich muss sagen, ich war damit zufrieden. Die Sitze, nochmal kurz ein Hinweis, die hatten auch eine Lüftung, habe ich nicht ausprobiert. Auch da gibt es bestimmte Modi. Also ich muss sagen, gut gelöst. So, jetzt geht's endlich zum Fahren. Ja, hier nochmal ein Blick zum Rückspiegel und ja, leider hier der Blick zurück. Man sieht B- und C-Säule, ja, die verbergen hier schon deutlich den Blick zur Schulter. Gut, dass es einen Totwinkelwarner gibt. Jetzt 0 auf 100. Sekunden hätte er erreichen sollen, knapp daneben. Man sieht hier schon das Head-Up-Display und das normale kleine Zentraldisplay. Head-Up-Display ist relativ gut abzulesen und man sieht hier immer so ein paar virtuelle Elemente, die er einpflegt. Also wenn man eine Navigation hat, sieht man die Route. Oder wie bei meiner Fahrt war der Lane Assist, wie alle anderen Assistenten waren an, die entsprechenden Erkennungen, dass er sozusagen die Spur gefunden hat. Kurz zu den Assistenten. Ich fand sie sehr unterstützend und nie bevormundend. Verkehrsschildererkennung und Übernahme der Geschwindigkeit hat sehr gut funktioniert. Ebenso ACC, also praktisch automatischer Abstand. Den Abstand konnte man sehr einfach über die Lenkradtasten einstellen. Hat alles perfekt funktioniert. Hier jetzt eine kleine Autobahnkurve. Nicht so schnell, dank Geschwindigkeitsbeschränkung. Aber das Fahrwerk ist sehr angenehm zu fahren. Querfugen kommen kaum durch. Es ist sehr komfortabel. Dennoch straff, sehr präzise zu lenken, fand ich. Das Lenkrad fühlt sich hier auch sehr, sehr gut an. Es ist nicht überraschend. Bei vollem Leistungsansatz, es ist ja ein Hecktriebler, wischt er kurz weg. Aber ESP ist in manchen Situationen sichtbar gewesen. Man hat es aber nicht gespürt, also eine sehr, sehr feinfühlige Regelung, die, ich sage jetzt mal, wirklich nur dann auffällt, wenn man das Symbol im Display sieht und nicht irgendwie die Leistung zu stark reduziert, sondern wirklich, muss man sagen, sehr fein abgestimmt. Auch noch ein paar Worte zur Lautstärke. Das Auto ist auch bei 130 noch einigermaßen leise, also man kann damit lange Strecken fahren. Man hört natürlich Abrollgeräusche, man hört Windgeräusche. Sie sind nicht zu präsent. Ich bin ja davor das neue Tesla Model 3 Highland gefahren. Das ist lauter bei der Geschwindigkeit. Also hier ist man mehr, ich sage es jetzt mal, komfortabel unterwegs. Ich finde es sehr angenehm. Abstand zu Modellen wie EQE, iX oder e-tron ist nach wie vor gewahrt. Aber trotzdem muss ich sagen, ordentliches Reiseauto. Das Lenkrad ist kapazitiv, also auch sehr angenehm, man muss nicht rumruckeln. Man sieht hier auch nochmal die Tasten. Es wirkt relativ viel, aber nach kurzer Zeit hat man es drin und die Bedienung ist deutlich zuverlässiger als bei den ersten Systemen, die man bei Volkswagen mit diesen Soft-Tasten hatte.
Auch die Lenkstockhebel funktionieren zuverlässig. Tasten hätte ich trotzdem lieber, aber man muss sagen, VW wird hier immer besser. Und natürlich lassen sich 5 Meter von der Länge schwer verbergen, schon gar nicht, wenn man keine Hinterradlenkung hat. Aber trotzdem ist das Auto für seine Länge erstaunlich handlich, auch noch ordentlich übersichtlich. Man hat also entweder die Kamera, die man nutzen kann, die Außenspiegel sind da relativ gut, nur nach hinten die Übersicht über die Schulter ist nicht optimal. Aber hier mal ein Blick, man kann also auch sehr gut peilen, wenn man mit den Parkkameras hier fährt. Also sehr ordentlich, ich muss sagen, eine Business-Limousine, eine Reiselimousine, soll ja auch irgendwann mal als Kombi kommen. Also da würde ich sagen, man braucht nicht mehr. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Auto zu fahren. Hat mich total überrascht, weil es für mich, wiederhole mich, das beste Elektroauto, was ich momentan von Volkswagen gefahren bin. Der neue Elektromotor, der hier im Heck angebaut ist, fährt sich sehr angenehm. Ordentliches Drehmoment, hängt sehr gut am Pedal, sehr sanft, aber trotzdem baut er auch ordentlich Druck auf. Also das Auto und sozusagen die Leistung, das Drehmoment passen sehr gut zusammen. Also man kann dieses Instant-Fahrgefühl so richtig genießen. Also Elektroauto, wie es sein soll aus meiner Sicht. Ja, also so ein bisschen Zeit fürs Fazit nach der üblicherweise nicht besonders langen Probefahrt. Also der VW ID.7 hat mich absolut positiv überrascht. Alle Kritikpunkte, die ich so ein bisschen hatte, Haptik, bisschen das Qualitätsgefühl, manchmal die Verarbeitung, wirklich hier alles top. Man kann nicht mäkeln, was ich ja sonst gerne versuche. Das Fahrwerk ist ordentlich, der Verbrauch ist ordentlich, also trotz der Eskapaden, die ich hier manchmal hatte, etwas über 21 Kilowattstunden, waren ja einstellige Temperaturen, war eine feuchte Fahrbahn, waren Ganzjahresreifen. Also ich muss sagen, ordentlich, man kann damit Strecken hinter sich bringen. Die Ladeleistung kann ich nicht testen bei einer Probefahrt, soll auch ordentlich sein. Ich finde das Display ausreichend, fantastisches Head-Up, soll serienmäßig sein, gute Übersicht, schöne Sitze, gut einzustellen. Ja, also ich muss sagen, mit dem ID.7 hat Volkswagen aus meiner Sicht so ziemlich alles richtig gemacht. Das kann ich nur noch viel Erfolg wünschen und ja, danke fürs Gucken.